Moin, hier ist Axel vom UCC Hamburg. Es gibt ja irgendwie immer wieder Leute, die sagen, dass mein UCC irgendwas mit Wing Chun zu tun hat. Nein, hat es nicht. Ich habe hier mal ein kleines Video gemacht, was mal Wing Chun Sparring zeigt und was mal UCC Sparring zeigt, ob man mal so ein bisschen die Unterschiede sieht. Weil ich bin ja immer noch der Meinung, dass man eine Kampfkunst immer sehr gut danach beurteilen kann, wie sie ihre Sachen im Sparring umsetzt, ob es überhaupt umsetzbar ist, was dort verkauft wird. Und ja, was da am Ende bei rauskommt, das kann dann mal jeder für sich selber beurteilen. Fangen wir doch mal damit an, dass wir uns mal eine Minute lang angucken, was bei YouTube so unter Wing Chun Sparring läuft. Im Wing Chun ist es wichtig, ist es unbedingt heiß, dass es keinen Platz hatte, sondern es war vielmehr so, man hat eben beim Seitenatten, man natürlich auch eine gewisse Vorsicht sozusagen da walten lässt, weil ich möchte nicht ins offene Messer rennen, ich schütze mich. Okay, wie weit man das jetzt als Sparring bezeichnet, soll man jeder für sich selber beurteilen. Also meine Definition von Sparring ist es nicht. Aber zum Glück gibt es auch toughere Leute. Zum Beispiel hier habe ich die gefunden, die sind glaube ich aus St. Petersburg. Und die geben schon ganz gut Gas, finde ich. Schauen wir uns das nochmal an. Da. Хорошо, край татами. Давай. Край татами. Стоп, лично. Край татами, Андрей. Also das ist schon eine Art ganz gutes Vollkontakt-Sparring, kann man nicht anders sagen. Also die geben schon ganz gut Gas, genauso wie diese hier. Ja, ist schon interessant. Also die hauen sich schon einigermaßen. Ich frage mich nur, wo die ganzen Wing Chun Innovationen sind in dieser ganzen Sache. Ich meine, hier, wie heißt das, Bongsau oder Latsau oder wie das alles heißt. Man sieht eigentlich nur zwei Leute, die hauen. Ist ja auch super, nur beide werden ständig getroffen. Und keiner ist mal irgendwie auf die Idee gekommen, mal einen Schritt zur Seite zu machen oder mal die Schläge zu blocken oder blocken und kontern. Und naja, das, was eben, die es ja auch so sein sollte, dass das Wing Chun so innovativ macht. Das sehe ich ja eigentlich nicht. Ich sehe hier zwei Leute, die eigentlich mehr so eine Art Glücksspiel machen. Wer zuerst trifft oder mehr trifft, hat gewonnen. Außerdem weiß ich auch nicht so ganz jetzt, wie diese Regeln dort sind. Ob das jetzt wirklich Semikontakt durchkämpfen ist oder eine Art Vollkontakt. Weil wenn es wirklich richtiges Vollkontakt sein soll, ja, dann sind da schon wieder einige Fehler, auf die ich aber nachher nochmal zu sprechen komme. Schauen wir mal weiter. Auch der Wille, den anderen zu hauen, also richtige Sparring, das ist schon mal soweit in Ordnung. Hier sieht man auch bei dem mit dem roten Kopfschutz so eine Art Fußarbeit. Allerdings in einer völlig falschen Distanz, die bringt er ja gar nichts.
Aber naja, Versuch macht klug. Nur auch hier wieder, ne, wo sind die Wing Chun Innovationen? Wo sind Block, Schlag gleichzeitig das, was das Ganze eben wirklich ausmachen sollte? Aber ich glaube, da kann man doch so viel gucken, das findet man nicht. Aber egal, schauen wir nochmal weiter. Die beiden geben ja auch richtig Gas, aber die scheinen an ihr eigenes Wing Chun nicht zu glauben. Das, was sie da machen, das ist ja ganz klar Kickboxen. Gut, sie haben auch dicke Handschuhe an. Wing Chun ist mit dicken Handschuhen wahrscheinlich auch nicht so gut umsetzbar. Das ist ja ähnlich wie beim UCC, denke ich mal. Aber immerhin hauen die sich ganz gut. Und ich würde es aber, wie gesagt, eher unter so einer Art Kickbox-Sparring verkaufen. Aber es ist immerhin Sparring, das muss man sagen. And the Taekwondo guy's lack of raising his hands is also triggering me. But I mean, I think they're pretty evenly matched. I don't see the Wing Chun guy, you know, look at all those punches given to the Taekwondo guy. I don't see anyone. Oh, ouch. Our Wing Chun guy also sticking his chin out. We see that as a common theme. Stop sticking your chin out, Wing Chun people. There you go. There you go. It's almost unfair because the Muay Thai boxer has these big gloves, right? So he can. Auch die Leute hier haben meine volle Hochachtung, weil sie haben sich immer in den Vollkontakt gegen Kickboxer gestellt. Aber wie es halt immer so ist, hat es halt nicht funktioniert. Aber es ist egal, sie hauen sich wenigstens tüchtig. Interessant ist dieses Video. Das heißt, WT can't deal with hooks. Und das ist auch ganz genau meine Erfahrung. Also in den 90er Jahren habe ich sehr viel mit wirklich guten, taffen WT-Leuten Sparring gemacht. Damals war ich ja eher vom Boxen, Kickboxen. Und die sind überhaupt nicht klargekommen mit meiner Boxfußarbeit, mit den schnellen Amateurbox-Dinger, mit den schnellen Hakenkombis, die ich da gehauen habe. Das hat halt nicht funktioniert. Also diese Geschichte, den Arm so zu halten, du kannst vielleicht den ersten blocken, wenn die in der Kombi kommen. Zweite, dritte Haken sitzt immer. Und das ist halt nicht ausgereicht. Aber schauen wir es uns einfach mal an. Probably the guy in black with white gloves and he's taking on a boxer. Whoever has the wunshou, as we say in Mandarin, is probably the Wing Chun guy. Yeah, that's definitely the Wing Chun guy. That guy spazzing out is the Wing Chun guy. Oh, Wing Chun guy just ate another hook. Dude, boxer has his head off center line. He's not the quickest boxer. Oh, okay. Oh, boxer ate some kind of Wing Chun punch. Wing Chun guy getting his confidence back. Oh, boxer connecting with more hooks and kicks. Ooh, Wing Chun guy got to be careful, man. He got very little defense because as you can see, guys, the trapping range rarely works when it's full force, full fight. Dude, Wing Chun guy got to be very careful. Oh, man, dude, Wing Chun guy got dazed. He's dazed. Oh, oh. Ja, wie gesagt, ne, meine Hochachtung vor dem Mann, dass er sich im Ring überhaupt gestellt hat. Da gehören ja auch schon immer ein bisschen Eier zu. Aber hat halt nicht geklappt, war eigentlich auch von Anfang an klar. Hier ist nochmal ein ganz witziges Video von einem WT-Mann, der sich in einer richtigen Prügelei mit einem Typen schlägt, der wohl eher ein Straßenschläger ist und wo man auch ganz klar sieht, dass WT, naja, keine wirkliche Idee hat gegen diese ganzen Hakengeschichten. Also die haben Theorien, ich weiß, aber wenn es dann wirklich zur Sache geht. Aber es ist ein ganz witziges Video, schaut es euch an, habt Spaß. Ja, das hat wahrscheinlich wehgetan. Aber wie gesagt, ne, diese Hakengeschichten, das entspricht auch ganz genau meiner Erfahrung. Die haben da nicht so ein wirkliches Rezept gegen. Aber in all den Videos
super, dass die Leute Schwang machen, erkenne ich total an. Aber es fehlt, wie gesagt, ne, diese Innovation, mal die Sache zu schlagen, zu blocken und all der Punkt dann zu regeln. egal, bin ich auch sogar. Also, diese ganzen Innovationen, das Ganze mal doppelt zu machen, eine vernünftige Fußarbeit, keiner geht mal wirklich einen Schritt zur Seite. Und das sind so Sachen, die ich halt total bemängel an dieser WT-Geschichte. Ja, aber auch da komme ich nochmal gleich drauf zurück. Hier ist nochmal ganz interessant, Jeff Chant, der ist ja wirklich ein guter MMA-Mann, echt geiler Typ, Top-Kämpfer. Wie er auch mit einem WT-Menschen Sparring macht, der aber offensichtlich auch nicht an seinen WT glaubt, weil der auch nur ganz andere Sachen hier macht. Schaut es euch an. Which is what Wing Chun is all about. Of course, Wing Chun works best in close quarter combat and less effective when there is distance between you and your opponent. And to play to my advantage, I'm going to try to keep my distance from Sifu Nate. With that said, in this video, I'll be highlighting all the times hand trapping gets used and hopefully you can add it to your game. So here I parried Nate's cross, but because I pinned it down for a second, it's considered a hand trap, and with his right side face open from the hand trap, I threw my jab. Another way is to parry the jab and into the chest. Ja, die alte Geschichte. Wenn irgendwas funktionieren soll, dann wird es auch bei den Kampfkünsten im Endeffekt immer irgendwie zu Boxen oder Kickboxen. Das ist wirklich interessant. Also wir scheinen da mit unserem UCC tatsächlich irgendwie die einzigen zu sein, die eine Kampfkunst entwickelt haben, die tatsächlich die Sachen umsetzt, die sie auch trainiert und die halt nicht zu Kickboxen oder Boxen oder irgend sowas wird, sondern naja, zu doch irgendwas Innovatives, würde ich mal sagen. Aber wie gesagt, eine gute Sache, dass sie überhaupt mal Sparring machen. Da sind sie wahrscheinlich eben nur 10% von den 100% WT-Leuten, weil das ja mittlerweile wirklich zu einer, das immer so schön ausgedrückt, Non-Fighting-Culture geworden sind. Die halt nur noch Sachen verkaufen, die aber halt nicht im Sparring testen. Sparring ist aber nun mal gang und gäbe, um zu sehen, was funktioniert und was nicht. Und um sich weiterzuentwickeln und eben auch mal abzukriegen. Und eben um die ganzen Sachen mal auszuprobieren, die funktionieren. Was mir hier dran nicht gefällt, ist die Eindimensionalität. Also das Ganze ist irgendwie immer nur vorwärts, rückwärts. Ne? Also selbst wenn es mal einen kleinen Schritt zur Seite geht, bleibt es aber trotzdem immer nur noch in diese eine Richtung. Es wird überhaupt nicht zum Körper gehauen, es wird eigentlich sowieso immer gleich gehauen. Und ich frage mich, ob das wirklich eine vorgegebene Regel ist, dass man sowas macht, aber das kann es ja nicht sein. Ich meine, es geht ja darum zu gewinnen. Ich kann WT-Leuten nur mal empfehlen, arbeitet doch einfach mal außerhalb des Konzepts. Ne, geht mal zwei, dreimal zum Boxen, lasst euch mal eine schöne Hakenkombi zeigen. Haut mal ein Overcross, haut mal Cross-Körper, Körper-Kopf oder sowas. Und ich verspreche euch, ihr werdet immer durchkommen damit. Der andere wird dicke Backen machen. Dann, ich halte ja auch nichts von diesen Kopfschutzgeschichten und diesen dünnen Handschuhen. Also wenn das wirklich Vollkontakt ist, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, aber die Leute, die würden keine 10 Sekunden gegen unsere Boxer oder so. UCC-Leute bestehen, die da mal richtig reinwichsen, wenn das wirklich ein Vollkontakt-Ding sein soll, wo man halt im Wettkampf 100% arbeitet. Na gut, Sparring ist natürlich was anderes, dann nimmt man die Kraft raus, das ist klar, das machen wir selbstverständlich auch, weil wir arbeiten ja auch mit diesen Sandsack-Handschuhen, ja, Puffensport. Das ist aber halt schon wichtig, weil mit dicken Boxhandschuhen gewöhnt man sich halt eine Deckung an, dass man sich dahinter verstecken kann. Da wir aber halt auch ein Straßensystem machen, macht das keinen Sinn. Man muss halt lernen, die Arme hier vorne so, so oder so zu haben, um sperrig zu sein, um dann raus arbeiten zu können. Aber nicht so. Das ist keine Lösung. Ne? Also ich empfehle die Puffensport-Handschuhe in der Größe SM, die genau so groß sind wie die Hand. Die haben ein relativ gutes Polster. Klar, man kann damit auch nicht voll reinwichsen, weil dann ist die Runde auch schnell vorbei, wenn man entsprechend Power hat. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Das wirklich Gute oder Wichtige an einem Sparring ist ja, dass man seine Technik nicht zurücknimmt, aber die Kraft rausnimmt aus den Schlägen, weil voll reinballern ist einfach, das kann jeder, nur technisch kann das nicht jeder. Und wenn ich es entspannt schaffe, meinen Gegner zu dominieren, indem ich durch meine Technik ihn, wie gesagt, ausschalte, hinstelle, so dass ich ihn wirklich gut hauen kann, ohne dass ich ihn überpowern muss, dann ist das wirklich eine tolle Sache, weil im Ernstfall, wenn ich dann voll reinballer, dann weiß ich auch, dass es funktioniert und hat ja auch bis jetzt immer funktioniert. Ja, also ich empfehle diese Handschuhe, die sind wirklich super, mit denen kann man einigermaßen arbeiten, auch einigermaßen Kontakt haben, ohne dass man den anderen gleich die Nase bricht, was leider auch in der Wehr passiert, aber naja, gut, das ist halt so ein Punkt. Ja, was dann jeder daraus macht aus der ganzen Geschichte, ist natürlich seine Sache.
Aber schauen wir uns doch mal einfach zum Vergleich UCC-Sparring an. Ja, ich habe da am letzten Dienstag einfach mal die Kamera mitlaufen lassen, weil das reicht ja im Grunde, um mal zu sehen, worauf ich eigentlich hinaus will. Zum einen diese Dreidimensionalität. Ihr seht, wir arbeiten ständig in Winkeln, wir versuchen nicht vor dem Gegner zu stehen, sondern immer um den Gegner rumzukommen. Hauen dreidimensional oben, unten, ja, mit Schlägen, die keiner so richtig drauf hat, aber doch irgendwie vergleichbar sind mit dem guten Boxen. So wird der andere wirklich unter Druck gesetzt. Wie gesagt, Sparring wird nicht die Technik zurückgenommen oder die Kraft aus den Schlägen. Und man versucht halt immer taktisch so zu arbeiten, dass der andere nur einen Arm oder gar keinen benutzen kann, indem man halt ganz um ihn rumkommt und ihn dabei wirklich mit vernünftigen Schlägen ordentlich einzudecken, auch zum Körper. Also ich hau 80% zum Kopf, 20% zum Körper und durch meine lange Boxgeschichte, halt über 15 Jahre und viele Kämpfe, weiß ich natürlich, wie man auch entsprechend hart haut. Und das ist ja eben was, was mich auch immer wundert, wenn die Leute so eine dünne Handschuhe haben. Das hat immer einer richtig so ein schönes Fund auf den Körper knallt, dann ist die Sache doch auch schon gegessen. Also ja, aber naja, das muss auch jeder für sich selber wissen. Schauen wir einfach noch mal ein bisschen weiter. Das war nochmal ein kleines spaßiges Beispiel für Körperschläge. Das funktioniert natürlich alles nur, wenn man die entsprechende Biodynamik hat. Wenn ich so stehen würde und so hauen würde, dann würde ich auch keine Mücke vom Zaun hauen. Aber halt dadurch, dass ich progressiv nach vorne stehe, so als wenn ich halt ein Auto wirklich wegschieben müsste und ich nicht selber wegschiebe, kommt natürlich die Power in die ganze Geschichte. Dann der richtige Winkel und so. Und da muss man gar nicht doll arbeiten. Und da nutzen dann auch die besten Bauchmuskeln nichts, wenn man richtig trifft. Und die kurze Rippe ist auch durch, wenn man richtig reinballert. Und es ist auch irgendwie cool, Leute mit Körperhaken zu dominieren. Ja, hier nochmal ein Beispiel, wo man die gute Fußarbeit sehen kann. Ja, es ist dynamisch, es gibt keinen Leerlauf, man steht nicht voreinander und macht einen Schlagabtausch und wer durchkommt, hat gewonnen. Sondern es geht halt immer darum, dass man sich um den anderen rumbewegt. Ich nutze wirklich alle Optionen, ich nutze die Sperrigkeit meiner Arme, aber ebenso wie die vom Boxen eben angelernten Maid-Bewegungen in alle Richtungen, vom Shoulder-Roll, übers Abrollen, übers normale Pendeln mit der Fußarbeit zusammen, sodass man kein festes Ziel bietet. Mehr kann man im Grunde genommen nicht machen und es funktioniert ja auch hervorragend. Ja. Ja, und jetzt denk mal ganz objektiv nach. Meint ihr, dass diese Leute, die ich hier in diesem Video zeige, eine Chance hätten gegen jemanden, der einigermaßen boxen kann? Zum Beispiel hier so Jungs von mir.
dir so schnell drei Dinger vom Kopf in alle Richtungen, dass du gar nicht mehr weißt, wo du deine Hände hinhalten sollst. Und genauso habe ich es eben früher auch gemacht. Wie gesagt, da habe ich noch kein UCC gemacht. Da habe ich das einfach nur als Amateurboxer mein Ding gemacht. Also mich kann es nicht überzeugen. Ich sage immer, jeder soll machen, was er will. Ist ja auch alles in Ordnung. Nur, um es nochmal zusammenzufassen, mir fehlt halt die Dreidimensionalität, die Fußarbeit, der Druck nach vorn. Ich finde diese Antiphysik unlogisch, so zu kämpfen. Und auch wenn die Leute mittlerweile auch ein bisschen aufrechter werden, so fehlt immer noch diese progressive Kraftlinie, um die maximale Power zu kriegen. Ne? Weil Power üben wir übrigens am Sandsack und an der Pratze. So. Aber wie gesagt, das muss halt jeder für sich selber entscheiden. Ja, das soll hier auch mal kein Hater-Video sein, sondern einfach mal eine objektive Betrachtung, bei der halt jeder herausfinden muss, was er halt cool findet für sich. Ja, hier einfach noch mal ein bisschen UCC-Sparring und habt Spaß. Also um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, UCC hat nichts, absolut null, gar nichts mit WT, mit Wing Chun, Wing Zung, was auch immer zu tun. Über auch nichts mit irgendwelchen asiatischen Sachen. UCC basiert ausschließlich auf europäischen Schwertkünsten. Ich glaube, die Leute sehen da immer Parallelen, weil ich tatsächlich die Deckung meines Gegners wegwische oder mal seine Arme kontrolliere, während ich schlage. Witzigerweise im Gegensatz zu all dem Sparring, das ich überall so gesehen habe, mache ich das nämlich auch und kann meine Konzepte umsetzen. Ja, macht euch mal da Gedanken drüber. Aber diese ganzen Sachen, die ich da mache, die basieren auf Klingbindung. Das sind Klingbindungen vom Rapierfechten oder vom Schwertkampf. Ja, das hat, wie gesagt, nichts mit asiatischen Sachen zu tun. Im Endeffekt ist es mir aber auch Latte, ob ihr das jetzt glaubt oder nicht oder irgendwelche Parallelen da seht. Tatsache ist, ich kann es und ich kann es auch umsetzen. Und ihr es auch, also in dem Schwein hier seht ihr es nicht. Ja, wenn ihr sowas auch lernen wollt, schaut vorbei, wenn ihr das nicht könnt. Ich sag's ja immer wieder, auf der UCC Hamburg Seite unter Video on Demand kann man sich jede Menge Technikvideos, Lern-DVDs und Online-Kurse runterladen für ganz kleines Geld. Ist eine tolle Sache, da kriegt man viele Konzepte, die wirklich jedem, egal was er macht, ob nun Karate, Krav Maga oder was weiß ich macht, weiterhelfen kann, weil diese Biodynamik, diese Art zu schlagen, die findet man halt sonst nicht und es ist immer ganz gut, wenn man mal Sachen drauf hat, die der andere nicht kennt. Das ist dann halt eine lustige Überraschung. Also in dem Sinne, UCC, Vollgas.